Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Surviving Mars. Hoffe ich zumindest, dass die Audio jetzt mal endlich wieder gefixt ist. Ihr wisst ja vielleicht von meinen ersten Videos, da habe ich ja auch mit dem Headset aufgenommen, da hat es nicht so gehallt, falls ihr auch fragt, wieso es jetzt so gehallt hat. Das Headset-Mikrofon habe ich jetzt so nach oben gesteckt, sozusagen, dass es weiter von mir weg ist und wahrscheinlich jetzt halt auch das Hallende und alles mit aufnimmt. Also jetzt hoffentlich nicht mehr. Hoffentlich ist das jetzt alles gefixt. Ich habe jetzt auch gerade nochmal die Falcon 67 nochmal gerufen, damit ihr uns Maschinenteile und hier Elektronik-Dingsbums hier gibt, damit der ewige Sommer endlich mal weg ist. Denn ich will die nicht hier haben. Die sind böse. Und ich gebe richtig viel Geld aus, nur damit die hier wegfliegen. So, die Falcon 3000, die kann mal weg. Denn wir brauchen ja noch einen freien Landeplatz. Tschüss. Viel Spaß auf dem Weg zurück zur Erde. Neue Anomalie. Machst du gerade irgendwas? Inaktiv. Okay, wo ist denn eine Anomalie? Da ist eine Anomalie. Nope. Ich merke gerade, wir haben richtig viele Metalle. Und du hast 6 Metalle. Ja, dann lad die mal ein. Und lad sie direkt wieder aus. Weil aus irgendeinem Grund muss er voll sein, um die Sachen einladen zu können. Was ich richtig doof finde. So, dann wieder entladen. Was absolut dämlich ist, wirklich. Rup. Perfekt. Ja, da muss er hier mal diese Ressourcen sammeln. Denn langsam, obwohl, nee, wir haben eigentlich genug Metall. So, ja. Falcon 67 ist auf Hälfte. Wieso können die nicht einfach weg? Ich finde das blöd. Wieso können wir die nicht einfach wegmachen, Leute? Warum denn nur? Anomalie. Ich kann es schon wieder nicht aussprechen. Was können wir Neues erforschen? Den Moxie? Ja, Upgrade für Mox. Nee, ein Upgrade einfach nur. Automatische Sensortürme brauchen keinen Strom mehr und müssen nicht mehr gewartet werden. Was braucht er denn, um gewartet zu werden, damit ich überhaupt weiß, ob sich das lohnt? Boah, Metall. Nee, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, stimmt. Wir wollten jetzt als nächstes mal hier in der Nähe eine Kuppel bauen, damit wir halt die ganzen Exportgüter mal hier machen können. Sozusagen hier. Ja, können wir schon mal hinstellen. Ja, die bauen die auch noch gar nicht, weil wir gar nicht... Wir haben die nötigen Materialien, aber sie bauen sie trotzdem nicht. Waren wir zu weit weg von einem Drohnenkommandanten? Das kann natürlich auch sein, ne? Ist irgendeine Möglichkeit, das Ding hier zu verschieben? Oder können wir es selbst bauen? Das wäre auch praktisch. Nee. Drohnenschwarm. Ja. Keine Ahnung, Leute. Stimmt, der Transporter baut ja auch gerade noch seine Ressourcen ab. Und die Falcon kann landen. Perfekt. Aber scheinbar müssen wir uns auch bald mal einen ferngesteuerten Erkunder holen. Ich meine, einen ferngesteuerten Drohnenkommandanten, damit wir halt hier auf weit entfernte Sachen bauen können. Was mal ganz praktisch wäre. Ja, ein Ernteausfall juckt gerade keinen. Wir haben genug Essen. So, jetzt holen die ganzen Sachen raus und bringen sie in diese Rakete. Was ein bisschen blöd ist, aber egal. Ja. Seht, es fehlen nicht mehr viele Ressourcen. Eigentlich habe ich genug gebracht. Ich hoffe, die bringen die jetzt nicht einfach irgendwo hin. Okay, jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Elektronikteil. Bitte. Ladet das ein. Ich habe keinen Bock auf diese Rakete. Ich kann ruhig weg. Startvorgang, ach, das ist nicht von selbst. Praktisch. Tschüss. Ich mag euch nicht. So, das Ding wird vollgetankt. Und RIP kann dann auch direkt wieder weg. Und ja, außer von Drohnenkommandanten Reichweite. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Mal weg damit. Aber wir haben wirklich... Oh Mann, die haben uns echt viel Geld abgezockt. Edelmetallpreis 30 Millionen. Okay.
Wartung benötigt. Wo? Was brauchst denn du? Uff, 2 Stück. Ja, okay, ich muss das Wieso braucht es denn immer noch Wartung, wenn ich es abschalte? Das ist ja mal mega unnötig. Dann mal weg damit, ich brauche das nicht. Das könnt ihr ruhig wegmachen, meine lieben Drohnen. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist halt einen ferngesteuerten Kommandeur. Und 2 Drohnen am besten gleich mit dazu. Dann komm mal zurück, Falcon 3000. Forschung werden immer noch die künstlichen Muskeln. Ups, Entschuldigung, das war mein Handy, falls ihr das gehört habt. Ja, dann können die Drohnen nämlich 2 Sachen tragen. Das ist wirklich cool. Und Lagerraum ist voll. Really? Und die brauchen auch hier. Auch die brauchen auch die Maschinenteile. Ja, Treibstoffdepot. Mache ich mal noch eins hin. Ups, sorry. Falsch. Hallo? Ihr sollt das Objekt zerstören. Jetzt stehen da einfach... Oh Gott. So, jetzt dahin bitte. Stellt einfach allen Treibstoff dahin, Leute. Oh, wir haben nichts zum Scannen. So, machen wir mal das. Und du scannst jetzt schön ein paar Anomalien. Wegen dem Realismus. Und was fehlt dir? Lagerraum ist voll. Gott, wir haben so viele unnötige Ressourcen irgendwie. Habe ich so das Gefühl. So. Wir haben viel zu viel Treibstoff. Oh nein. Wieso kann man nicht einfach alles exportieren? Das finde ich ein bisschen kacke. Ich will nicht dauernd Raketen rufen. Dann bitte Treibstoff. Warte, kann ich die Dinge abschalten? Detailliertes Gebäude von den Nieren brauchen weder Strom noch Ressourcen. Ich habe keine Ahnung, Leute, ob es irgendwann von Vorteil sein wird, dass wir so viel Treibstoff haben. Ich glaube tatsächlich, eine Raffinerie kann ich abreißen. Na, 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 na. Reiß das mal bitte ab. Es braucht keiner. Perfekt. So, weg damit. Falcon 67 ist jetzt auch bei der Erde. Und sehr viel mehr habe ich gerade nicht wirklich zu tun. Ich habe nur entdeckt, dass es hier auch... Wo ist es? Irgendwo. Warte, nein, das war hier. Es gibt ja auch Landschaftsbau. Und das finde ich richtig seltsam. Nicht flach. Man kann da irgendwie was ebnen. Außerhalb der Grenzen. Nicht flach. Was soll denn heißen? Was bringt es, wenn es flach ist? Okay, eine ebene Oberfläche, die von Drohnen an das anliegende Gebiet ausgeweitet werden soll. Verstehe. Okay. Ich nehme an, dafür brauchen die sehr viel Lagerplatz. Kommt drauf an, was da überhaupt rauskommt. Wahrscheinlich Gesteinsabfälle. Ach so, können Gesteinsabfälle davon benutzt werden? Ab Tatsache 64 Gesteinsabfälle. Uff. Da wird viel bei rumkommen. Und die Drohnen werden dafür wahrscheinlich eine Weile brauchen. Sieht man hier irgendeinen Vorgang? Das finde ich nice. Aber die kommen auch irgendwie nicht voran. Da passiert irgendwie nichts. So, wozu haben wir die nochmal gerufen? Für einen Drohnenkommandanten. Stimmt. Packen wir da mal hier hin. Dann können wir nämlich eine Kuppel da bauen. So. Perfekt. Könnt ihr das nicht bauen? Hallo? Nicht. Oh, jetzt passiert da was. Leute, jetzt ist da gerade was passiert. Okay, kann wieder weg. Nee, nicht die Landeplattform, die Rakete. So, dann gehen wir wieder weg. Tschüss. Aber wieso wird das nicht gebaut, ist jetzt meine Frage. Ferngesteuerter Transporter. Was wird denn da alles gebraucht? Ich nehme jetzt erstmal Ressourcen entladen. Bist ja voll. Cool, warte. Kann ich das auch irgendwie abbrechen? Ich meinte, geh einfach mal hier hin, okay? Jungs, könnt ihr das dann da hinbringen?
Ja, könnt ihr. Perfekt. So soll man das also machen. Jetzt werden da alle Metalle, die gebraucht werden, da hingepackt. Dann fahre ich gleich mit dem Transporter mit den benötigten Ressourcen die ganze Mal hin und her. Und ich muss mir wahrscheinlich schon wieder Polymere holen. Gott, das ist so teuer alles. Wir haben bald kein Geld mehr. Okay, wir haben noch Geld, aber. Jetzt musst du die Ressourcen einladen, damit du sie wieder ausladen kannst, was alles keinen Sinn macht, aber egal. So, als nächstes brauchen wir sehr viel Beton. Sehr viel Beton. So. Ressourcen werden eingeladen, damit die Ressourcen wieder entladen werden können, was alles keinen Sinn macht, aber egal. Und hier ist immer noch so ein riesiger Fleck. Kann der mal weggehen? So, lade das ganze Beton ein. Und wie sieht's hier aus? Ja, sieht ganz in Ordnung aus. Ferngesteuerte Transporter ist voll, dann fahr mal hier hin. Jetzt verstehe ich das Spiel auch endlich. Ach, guck an, jetzt können die Drohnen tatsächlich auch schon zwei Sachen tragen. Windrad Upgrade, Polymerrotorblätter, erhöht die Stromerzeugung um 33%. Okay, was ist das? Unterirdische Beheizung. Erhöht die lokale Temperatur in kalten Gebieten und schützt nahegelegene Gebäude vor Kältewellen. Verbraucht Wasser. Ja, Wasser haben wir jetzt nicht so viel. Was können wir denn alles machen? Ich würde sagen, wir machen noch, obwohl es ist auch teuer, wir machen einfach mal das hier. Einfach sinnlos irgendwelche Sachen zu erforschen, ist ja natürlich auch nicht so schlau. So, jetzt nehmt seine Ressourcen, meine kleinen Drohnen. Und bringt sie dorthin, wo sie sein sollen. Hey, die können halt echt zwei Sachen tragen. Das ist echt krass, wie schnell das dann geht. Ja, nehme ich sicherheitshalber mal das hier, weil da wahrscheinlich mehr drin ist. Okay, Leute, ich glaube, ich überspringe das für euch mal. Leute, die Polymere sind endlich angekommen. Perfekt, Alter. Und jetzt hat der Transporter unnötig Polymere eingeladen. Oh Mann. Dann entlade mal hier die Ressourcen. Und ja, lade nochmal hier den Beton ein. Und dann haben wir das auch gleich schon. Dann kann das gebaut werden. So, bist voll. Fahr mal dahin. Und hier sind jetzt auch schon nicht alle Polymere. Euer Ernst? Bringt ihr gerade Polymere? Wurden jetzt gerade ernsthaft die Polymere ins Lager gebracht? Oh Gottchen. Manchmal verstehe ich es echt nicht. Wieso kann das nicht einfach alles direkt dahin gebracht werden? So, jetzt muss der Gute nochmal das Polymere holen. Meine Fresse. Leute, da kommt er. Der letzte Transporter. Und wir haben einen Durchbruch. Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden, erhalten 10 mehr Leistung. Okay. Keine Ahnung, was das heißen soll. Okay, schon. Wir sind einfach leistungsstärker. Ich wusste aber nicht, dass Leistung hier in Punkten gemessen wird. So, Leute, komm, ich krieg das hin. Ihr baut die Kuppel. So. Dann entladen wir mal hier die Ressourcen. Ach so. So, transferiere Ressourcen. Perfekt. Jetzt gerade aus Versehen woanders aufgeladen. Und wieso blinkst du? Hör auf zu blinken. Kuppeln ohne Lebenserhaltung. Ach so. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, diese Kuppel einzurichten. Ich komme jetzt natürlich schlecht hier hin, ne? Es ist so blöd. Man braucht. Ach so, man kann mit Linksklick einen Punkt setzen, wo das. Ups. Falsch. So. So, perfekt. Oh, kurzer Lag. Was wird denn dafür gebraucht? Beton.
Jo, Transporter, du wirst mal wieder gebraucht. Oder auch nicht? Nee, der Durchgang ist jetzt natürlich nah genug dran, ne? Was ist mit euch los, ihr Drohnen? Ich verstehe euch nicht. Und jetzt schließen sie sich alle den Kommandeur an. Baut, meine Drohnen, baut den Durchgang. Damit diese Kuppel auch nutzbar ist. Die Leitung haben wir dann jetzt auch gesetzt. Dann fehlt nur noch ein Rohr. Und by the way, ich habe irgendwie bemerkt, ich habe das Gefühl, Game Dev Tycoon kommt bei euch ein bisschen besser an. Kuppeln oder Lebenserhaltung, ja, ach so. Ach so, stimmt. Wasser. Jetzt haben wir schon wieder das Problem mit den Vaporatoren. Ach Gottchen. Na? Kommt, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Machen die Drohnen hier was? Oh Gottchen, das kann doch nicht sein. Oh Mann, es ist langsam ein bisschen anstrengend, den Transporter die ganze Zeit hier hinzuholen. Aber wenn das die einzige Möglichkeit ist. So, dann fangt an zu bauen, Leute. Denn diese Kuppel braucht natürlich auch eine Lebenserhaltung. RIP. Schon ist die Kuppel gut. Und wir dürfen Wassererzeugung, Wasserbedarf. Ja, es ist schon alles genug. Leute, wir haben eine dritte Kuppel errichtet, auch wenn das mit den Leitungen jetzt alles nicht so schön aussieht. Vor allem mit dem Stromkabel hier, das einfach nur so mittig ist und überhaupt nicht so aussieht, als wäre es verbunden. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das dann auch schon für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Surviving Mars wieder. Und ja, tschüss, Leute!